einer zweitägigen Klausur in Rust startete der burgenländische SPÖ-Club in das Arbeitsjahr 2018. Unter dem Motto »Gemeinsam für ein starkes Burgenland« berieten die Regierungsmitglieder und Abgeordneten der SPÖ ihre politischen Vorhaben im ersten Halbjahr des neuen Jahres. Dieser Jahresauftakt steht einerseits ganz im Zeichen personeller Veränderungen mit der neuen Klubobfrau Ingrid Salamon und dem neuen Landesrat Hans-Peter Doskozil im Team Burgenland und soll andererseits ein besonders ehrgeiziges Jahr der Neuerungen einleiten. Wir haben 2017 neuerlich ein Rekordjahr geschafft, sowohl bei der Beschäftigung als auch im Tourismus. 2018, als Jahr ohne Wahlen und Wahlkämpfe, soll ein echtes Reformjahr werden, um den eingeleiteten Aufschwung abzusichern und fortsetzen zu können, kündigt Ingrid Salamon an. Schwerpunkte bei der Clubklausur waren die geplante Entbürokratisierungsoffensive, die Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik, die Stärkung der Gemeinden, die Gesundheitsversorgung sowie das von Landeshauptmann Hans Nissl ausgerufene Jahr des Ehrenamtes. Herr Landeshauptmann, lieber Herr Landesrat, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich zu unserem Pressegespräch heute begrüßen. Die SPÖ Burgenland hat heute und morgen Clubklausur. Unser Thema für diese Clubklausur ist gemeinsam für ein starkes Burgenland, Start ins Arbeitsjahr 2018. Für mich ist es so quasi die erste Clubklausur, die ich aus einem anderen Blickpunkt heute miterlebe, wie die Jahre zuvor. Also Sie sehen, es ist auch das Personelle in Veränderung bei uns in der SPÖ Burgenland. Das betrifft natürlich nicht nur meine Person, sondern auch ganz besonders unseren Herrn Landesrat Hans-Peter Doskozil, der heute auch in einer anderen Funktion bei uns dabei ist und der ja schon sehr oft bei unserer Clubklausur natürlich war. Wir wollen heute im Prinzip in diese Richtung uns präsentieren, dass schwerpunktmäßig der Teamgeist durchkommt, die Bürgernähe und die Sacharbeit. Ich bin davon überzeugt, dass das drei wichtige Themen sind. Dies wollen wir heute auch hier so weitergeben, diese Signale. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass es eine sehr gute Zeit für das Land Burgenland ist und für diese Clubklausur. Wir haben ein sehr erfolgreiches Jahr 2017 hinter uns. Das Burgenland und die burgenländische Politik, ich würde sagen die SPÖ-Politik in unserem Land, hat dieses Land zum Erfolg geführt. Das ist jetzt nicht die Eigenaussage der SPÖ Burgenland, sondern das bestätigen die Zahlen, die wir haben. Das ist auf der einen Seite der Jobboom, das heißt die Beschäftigungszahlen, die wir im Jahr 2017 haben oder gehabt haben. Das sind 102.740 Menschen, die bei uns im Vorjahr eine Beschäftigung gefunden haben. Das sind um 1.800 Personen mehr wie im Vorjahr. Und ich glaube, das ist schon ein Zeichen für Erfolg. Weiters ist Gott sei Dank die Arbeitslosigkeit zurückgegangen um mindestens 6,8% in jedem Bezirk und in jeder Arbeit, in jeder Altersgruppe. Auch das ist ein wichtiger Erfolg. Natürlich muss man dazu sagen, ist jeder Arbeitslose in diesem Land noch zu viel. Der nächste Erfolg, den wir vorweisen können, ist der Tourismus. Wir werden die 3 Millionen Nächtigung im Jahr 2017 durchbrechen. Das sind ganz wichtige Dinge und das zeigt auch den Erfolg des Burgenlandes. Genaue Zahlen können wir Ihnen erst im Jänner 2018 liefern, weil es da erst diese Zahlen gibt. Und natürlich, das hat der Herr Präsident der Industriellen Vereinigung bei seinem Neujahrsempfang gesagt, der Herr Manfred Gerger, dass es eine sehr, sehr gute Entwicklung für die Unternehmer dieses Landes gibt. Also Sie sehen, das ist ein positiver Einstieg, ein positiver Abschluss für das Jahr 2017. Und man kann natürlich jetzt zusammenfassen, dass dieser Erfolg gekommen ist von den Burgenländerinnen und Burgenländern durch die Arbeitnehmer, die wir in diesem Land haben, aber letztendlich durch die Politik, die in diesem Land durchgeführt wird, durch die Schwerpunkte und durch diese Rahmenbedingungen, die man bei uns im Burgenland vorfindet. Es ist natürlich der Auftrag an die Politik, dass nach einem erfolgreichen Jahr 2017 ein Reformjahr 2018 eingeleitet wird. Dieses Jahr
so gehen wir einmal davon aus, wird es keine Wahlen und keine Wahlkämpfe geben. Daher ist dieses Reformjahr für uns sehr wichtig. Und dieses Reformjahr soll natürlich den Standort Burgenland weiterentwickeln und soll natürlich auch für Arbeitnehmer und für die Burgenländer etwas bringen. Ja, und gemeinsam ist es so, dass wir natürlich mit unseren Koalitionspartnern diesen Weg weiter beschreiten werden, so wie bis jetzt, dass dieses Thema für mich so lautet: Arbeiten statt zu streiten. Wir haben für das heurige Jahr 20 Gesetzesinitiativen vor, die wir gemeinsam natürlich auf unserem Arbeitsradar haben mit unseren Koalitionspartnern. Und ich bin davon überzeugt, dass wir das auch weiter so durchführen werden, dass es im Landtag dann einen Erfolg gibt, wo man diese Initiative natürlich mit vorher Vorbereitung und Abarbeitung natürlich auch machen werden. Ja, was ist das? Der nächste Schwerpunkt ist diese Entbürokratisierung, die wir vorhaben. Entbürokratisierung im Sinne für das Land, für die Bürger und für die Unternehmer. Es kann natürlich soll bei der Entbürokratisierung genau durchgesehen werden, welche Gesetzesvorgaben sinnvoll sind, wo es möglich ist, jetzt zwei Dinge zusammenzulegen, wenn es jetzt natürlich für Gesetze gibt, wo man sagt, die Bezirkshauptmannschaft ist zuständig und die Gemeinde als Bauabteilung ist zuständig, so werden wir jedes Gesetz für sich prüfen und im Prinzip dann zusammenführen, damit es einmal rascher geht, damit es auch günstiger geht und damit die Bürger und die Gemeinden von dieser Entbürokratisierung das tatsächlich auch spüren. Es hat dazu natürlich schon eine Vorarbeit gegeben, es hat sich eine Expertenrunde hier zusammengesetzt und es gibt 101 Vorschläge, wo man sich für das Jahr 2018 vorgenommen hat, dies jetzt Schritt für Schritt abzuarbeiten. Das kann natürlich nicht die Aufgabe der Politik allein sein, sondern es werden natürlich die Gemeindevertreter dazu eingeladen und selbstverständlich auch die Sozialpartner und diejenigen, die mit diesen Gesetzesänderungen natürlich betroffen sind. Also Sie sehen, wir machen das ja nicht zum Selbstschutz, sondern für unser Land und für die Bevölkerung unseres Landes. Was für mich auch klar ist und Thema wird nicht die neue Bundesregierung in dieser Klausur sein, sondern nur das Land Burgenland. Und ich will für mich und für meine Partei in Anspruch nehmen, dass wir nicht fundamental Opposition betreiben werden, sondern wir werden uns immer die Frage stellen, was schlägt die neue Bundesregierung vor, was ist ein Vorteil für das Burgenland und was ist ein Nachteil für das Burgenland. Und genau unter dieser oder mit dieser Vorgabe werden wir dann natürlich agieren oder reagieren und werden für uns festhalten, wo wir glauben, dass wir Vorschläge haben, damit die neue Bundesregierung sich vielleicht auch von Vorschlägen überzeugen lässt, die besser für ein Land oder besser für die Bevölkerung sind. Ja, jetzt muss ich noch, ja, was haben wir noch? Ja. Ein bisschen darf ich noch beim Bund bleiben. Ich muss sagen, bis jetzt hat die Regierung uns natürlich nicht so gezeigt, dass wir ein Loblied singen können, sondern es sind eher die Dinge, die schon ein bisschen sauer aufstoßen. Wenn ich davon ausgehe, die Aktion 20.000 in vieler Munde und man hat es gerade über die Medien auch gehört, wie viele Personen betroffen sind oder ob es jetzt geht im Prinzip um den Beschäftigungsbonus oder ob es jetzt geht um die Arbeitslosigkeit. Also ich glaube, das war für uns in diesem Land immer sehr wichtig, das ist für die Sozialdemokratie sehr wichtig, dass es hier gerade eine Bevölkerungsschicht trifft, 50+, und Sie haben gestern sicher die Pressestunde gesehen oder Sie haben am Abend im ORF gesehen, die Diskussionen, die es gibt, wo uns auch Fachleute bestätigen, dass wir gemeinsam versuchen sollten, in diese Richtung zu argumentieren, positiv zu argumentieren, dass diese Dinge nicht umgestellt werden. Für mich ist es verwunderlich, dass die ÖVP Burgenland, die ja sehr lange so Sonderprojekte gefordert hat bei uns im Land, jetzt natürlich keinen Ton von sich gibt. Der Parteiobmann Steiner, der dieser Forderungen ja auch sehr lange gefolgt ist, hört man jetzt kein Wort, dass dieses Sonderprogramm 20.000 für Arbeitslose plus, dass die Regierung, die alte Regierung gemeinsam beschlossen hat, dass das jetzt ersatzlos
gestrichen wird. Man sieht, dass es auch sehr viele Politiker gibt, wo im Prinzip das Parteihemd der Politik näher ist wie der Burgenlandrock. Und wir werden aber nicht müde werden und werden nicht aufhören, diese Dinge aufzuzeigen. Ja, für mich war halt das jetzt dieser Einstieg und ich würde jetzt gerne an unseren Herrn Landeshauptmann das Wort weitergeben. Ja, liebe Klubobfrau, lieber Landesrat, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie auch alle sehr herzlich begrüßen. Die neue Klubobfrau hat es gesagt, auch diese Klubklausur steht im Zeichen der personellen Veränderung. Es gibt einen starken Einstieg der neuen Klubobfrau, gut vorbereitete Klubklausur mit konkreten Themen, mit konkreten Vorschlägen, mit konkreten Ergebnissen, mit pragmatischer Arbeit, so wie das in der Sozialdemokratie eine lange Tradition hat. Dieser pragmatische und ergebnisorientierte Weg wird durch die Klubobfrau Salomon auch weiter fortgesetzt. Und natürlich auch die personelle Erneuerung durch Hans-Peter Doskozil, der sich in kurzer Zeit schon in viele seiner Aufgabengebiete eingearbeitet hat, der viele Probleme erkennt und natürlich mit großem Einsatz bemüht ist, nicht nur die Herausforderungen zu lösen, sondern vor allem auch zukunftsorientierte Lösungen anzubieten. Und ich glaube, genau das ist es, was wir auch jetzt und in Zukunft brauchen. Und da ist die burgenländische Sozialdemokratie auf einem sehr guten Weg. Ja, ich darf auch auf die aktuelle politische Situation eingehen. Dort, wo die Klubobfrau aufgehört hat, darf ich fortsetzen, nämlich meine Meinung zu den Asylquartieren. Und ich darf hier das Regierungsübereinkommen der Sozialdemokratie mit der FPÖ im Wortlaut zitieren. In Burgenland wollen wir im Einklang mit den Gemeinden weiterhin möglichst auf kleine Einheiten bei der Unterbringung von Asylsuchenden setzen und eine verträgliche Relation zur Bevölkerungsgröße suchen. Damit wird erst ein Zusammenleben möglich und die Akzeptanz seitens der Bevölkerung wahrscheinlicher. Ein Beispiel, das Beispiel Neudörfel zeigt, dass die Akzeptanz der Bevölkerung durch diese Relation gegeben ist. Das Kasernenareal in Bruck-Neudorf ist für eine Unterbringung von Asylsuchenden nicht geeignet, da die angesprochene verträgliche Relation nicht gewährleistet werden kann. Deswegen werden alle rechtlichen Schritte ausgelotet und unternommen, um ein Asylzentrum Gemeindes Bruck-Neudorf zu verhindern. Und wir haben diesen Standpunkt und dieses Koalitionsübereinkommen auch heute diskutiert. Und ich darf sagen, dass ich der SPÖ-Club zu dieser Vereinbarung, zu diesem Koalitionsübereinkommen auch in diesem Punkt bekennt und wir Großquartiere ablehnen. Und ich darf auch in Erinnerung rufen, dass wir diese Großquartiere auch in Eberau abgelehnt haben und auch verhindert haben. Wir haben auch Bruck-Neudorf, den Standort der Kaserne in Bruck-Neudorf, verhindert, weil die Relation, so wie es hier im Koalitionsübereinkommen auch steht, nicht gegeben ist. Man kann in eine Gemeinde mit 3.000 oder 3.500 Einwohner Bruck-Neudorf nicht 300, 400 Asylwerber unterbringen. Das funktioniert nicht. Jetzt sind einige Dutzend untergebracht und es funktioniert. Man kann in einer Gemeinde wie Eberau nicht hunderte Asylwerber unterbringen, weil diese Gemeinde eben eine burgenländische Kleingemeinde ist und damit die Relation auch nicht passt. Und man kann auch in Eisenstadt nicht zusätzlich hunderte Asylwerber im Bundespolizeizentrum unterbringen oder auf dem Areal, weil ebenfalls dann die Relation nicht mehr stimmt. Also das ist unser Standpunkt, was die großräumige Unterbringung von Asylwerbern
betrifft. Wir kommen unserer Aufgabe im Burgenland nach. Wir bringen in unseren kleinen burgenländischen Gemeinden Asylwerber, Asylberechtigte unter. Und Sie können selbst beurteilen als fachkundige Medien, dass das ein guter Weg ist, was die Integration anbelangt, nämlich die Akzeptanz in der Bevölkerung anbelangt. Und genau durch die kleinen Einheiten engagiert sich die Bevölkerung, um mit Asylwerbern, mit Asylberechtigten auch Deutschkurse durchzuführen, Behördenwege zu erledigen, und das ist der burgenländische Weg, der auch in diesem Bereich durchaus als vorbildlich angesehen werden kann. Zu unserer konkreten Arbeit bei der Clubklausur und Bereiche, die mich in der Vergangenheit betroffen haben, die mich auch jetzt und in Zukunft betreffen werden. Wir haben eine sehr gute Auftaktveranstaltung im Kulturzentrum in Eisenstadt mit 520 Besuchern organisieren dürfen, wo Freiwillige und Ehrenamtliche anwesend waren. Und wir haben auch heute bereits diskutiert, dass es immer wieder im Laufe des Jahres Veranstaltungen für die Freiwilligen und Ehrenamtlichen im Burgenland geben wird. Wie wir das auch auf die Gemeinden herunterbrechen können, wie wir den Freiwilligen eine Plattform geben können, um unsere Wertschätzung im Laufe dieses Jahres auch in entsprechender Form nachhaltig auch zum Ausdruck zu bringen. Und es wird hier auch unser Vereinstag, werden im Zentrum die Freiwilligen und Ehrenamtlichen stehen. Wir überlegen auch die Organisation einer freiwilligen Messe. Auch da soll es ein sehr breites Angebot für die Freiwilligen geben. Wir überlegen auch, einen Platz im Burgenland als Freiwilligenplatz zu etablieren, damit immer wieder auf die großartigen Leistungen auch hingewiesen wird. Wie gesagt, da sind wir bereits in der Vorplanungsphase und haben natürlich sehr viel zu tun, um dieses Jahr den Freiwilligen entsprechend gut zu gestalten und ihnen auch die Wertschätzung entgegenzubringen. Die Clubopfer hat angesprochen, die Entbürokratisierungsoffensive. Das ist ein bisschen ein langes Wort, aber es geht tatsächlich darum, und das ist immer die Kernfrage, was bringt das den Bürgern? Und das soll den Bürgern sehr vieles bringen, es soll den Gemeinden vieles bringen, und es soll vor allem dazu beitragen, dass der Wirtschaftsstandort Burgenland noch attraktiver wird, dass wir Verfahren rasch abwickeln, dass wir Baugenehmigungen, Betriebsanlagengenehmigungen noch rascher erteilen können. Und das, glaube ich, muss der Weg sein, effizient zu arbeiten, schlanke und effiziente Verwaltung, das ist der Vorschlag. Und wir werden vor allem Vertreter der Wirtschaft und auch der Arbeiterkammer zu diesem Diskussionsprozess einladen. Denn es geht darum, dass man gute Rahmenbedingungen für die Wirtschaft hat. Das heißt aber, es sollen rasch neue Arbeitsplätze entstehen. Das ist der eigentliche Hintergrund dieser Entbürokratisierung. Nämlich, dann bist du als Wirtschaftsstandort noch attraktiver, wenn das rascher erfolgen kann. Dass Firmen, die hier ihren Standort haben oder neu gründen oder investieren, diese Genehmigungen auch relativ rasch enthalten. Und da werden wir bis zu 100 Gesetze ändern. Das zeichnet sich jetzt schon in den Vorplanungen ab, dass wir bis zu 100 Landesgesetze ändern werden. Interessanterweise vor allen Dingen Gesetze, wo in der Vergangenheit die ÖVP zuständig war. Also auch hier wird der Reformstau aufgehoben und es wird zu rascheren Verfahren kommen, unter Einbindung der Sozialpartner mit Veranstaltungen im Burgenländischen Landtag und mit vor allem Diskussionsrunden mit der Wirtschaft und mit der Arbeiterkammer. Ich darf darauf hinweisen, dass wir einige große Ansiedlungen in diesem Jahr realisieren werden. Die Firma Schlumberger wird in diesem Jahr mit dem Bau in entsprechender Form beginnen. Ein starkes Zeichen für den Wirtschaftsstandort Burgenland, wenn ein Weltkonzern wie die Firma Schlumberger ins Burgenland kommt. Und voraussichtlich werde ich diese Woche noch einen hochrangigen Vertreter der Firma Schlumberger im Burgenland begrüßen. Das wird gerade finalisiert, dass es eine weitere Zusammenkunft auch gibt. Wir haben Vibeda im südlichen Burgenland, in Heiligenkreuz. Wir haben eine Firma aus Polen, die den 3D-Druck in Neutal etablieren wird. Und es gibt in allen Landesteilen
Betriebsansiedlungen und wir werden ein ganz starkes Wirtschaftsjahr im Burgenland wieder hinlegen. Letztes Jahr circa ein Wirtschaftswachstum von 3%. In den letzten Jahren waren wir immer an der Spitze mit dabei. Eine Rekordzunahme an Arbeitsplätzen und ich gehe davon aus, dass wir auch in diesem Jahr durch Betriebsansiedlungen, durch gute Rahmenbedingungen für die Wirtschaft zu jenen Ländern gehören, das ein hohes Wirtschaftswachstum hat, wo die Beschäftigung weiter zunimmt. Und mein Ziel ist ganz klar, wir müssen uns Richtung Vollbeschäftigung entwickeln und wir können uns nur dann Richtung Vollbeschäftigung Schritt für Schritt und Jahr für Jahr entwickeln, wenn wir bis zum Jahr 2020 eben 110.000 Arbeitsplätze im Burgenland haben und im heurigen Jahr werden aus meiner Sicht wieder, ich habe immer gesagt, 1.000 neue Arbeitsplätze im Burgenland. Ich gehe davon aus, dass es 1.500 Arbeitsplätze im kommenden Jahr sein werden, die es im Burgenland gibt und wir dieses Rekordbeschäftigungsniveau weiter steigern werden. Ganz ein wesentliches Projekt, das in diesem Jahr forciert fortgesetzt wird, ist die S7. Also seit 15 Jahren bin ich mit dem Projekt beschäftigt und Sie können mir glauben, mir fällt ein Stein vom Herzen, wenn dieses Projekt realisiert und umgesetzt wird. Ich könnte jetzt alleine eine Pressekonferenz über meine Erlebnisse mit der S7, mit Gegendemonstranten, auch mit Medienberichten durchführen, werde das nicht tun, sondern ganz einfach sagen, die Hartnäckigkeit des Landes zahlt sich aus und da wird die größte Investition getätigt, die es im Burgenland wahrscheinlich bis jetzt überhaupt gegeben hat und das ist mir ein ganz großes Anliegen. Der Bereich soziale Sicherheit wird natürlich Landesrat Doskozil einiges sagen, da gehört der Gesundheitsbereich, der Sozialbereich dazu und wir im Burgenland sind für die doppelte Sicherheit, nämlich die soziale Sicherheit mit unseren Krankenanstalten, mit unseren Pflegeheimen, mit den sozialen Einrichtungen des Landes, aber natürlich auch mit der inneren Sicherheit. Auch hier legen wir Wert darauf, dass im Burgenland die Strukturen nach Besetzung der Polizei und alles, was in dem Gebiet der inneren Sicherheit von Relevanz ist, auch einen großen und hohen Stellenwert haben. Da werden wir uns natürlich massiv einsetzen bei den Vertretern der Bundesregierung, dass hier die Strukturen weiter ausgebaut werden. Wir sind Sicherheitsdienstleister für Österreich im Burgenland, wir sind Sicherheitsdienstleister auch für die Europäische Union und ich glaube, das muss man auch weiter verfolgen. Ein weiterer großer Schwerpunkt und da werden wir uns wahrscheinlich bei der einen oder anderen Pressekonferenz wiedersehen, wird der Bereich Forschung, Entwicklung und Innovation sein. Da gibt es wahrscheinlich die größte Weichenstellung in diesem Jahr in der Geschichte des Landes Burgenlands, nämlich den Forschungsbereich im Burgenland stärker zu etablieren, starke Impulse zu setzen, diesen Forschungsbereich entsprechend auszubauen und da wollen wir ebenfalls auch mit dem Bund die entsprechenden Weichenstellungen vornehmen, mit anderen Bundesländern, die schon bewährte Strukturen haben, kooperieren und damit auch Strukturen von Bundesländern übernehmen, die Erfahrung haben und die in diesem Bereich auch die entsprechenden Investitionen schon getätigt haben. Angedacht in dem Bereich, aber da werden wir noch einige Pressekonferenzen haben, wird vor allem der Bereich Optoelektronik sein, wo wir uns schwerpunktmäßig im Burgenland darauf festlegen, federführend in Österreich bei Forschung, Entwicklung und Innovation im Optoelektronikbereich zu sein. Und Sie können jetzt fragen, warum? Weil viele Industriebetriebe im Burgenland diesen Bereich benötigen, die weltweit bis Südamerika, bis Russland exportieren und damit schauen müssen, dass dieser Bereich immer technisch am letzten Stand ist. Da hängen viele Arbeitsplätze daran. Bildungsbereich, auch das wird Gegenstand der Clubklausur sein. Wir sind hier das Bildungsland Nummer 1 in Österreich. Ich möchte jetzt nicht alle Bildungsparameter anführen, wo wir die Nummer 1 in Österreich sind. Das kennen Sie bereits, muss ich mich nicht wiederholen. Wir sind aber auch schon wieder in Planungen, die Schulcluster weiter auszubauen, nämlich all das, was durch gesetzliche Regelung mit 1. Jänner 2018 ermöglicht wurde, auch umzusetzen. Wir haben hier teilweise schon Vorgriffe gemacht,
weil wir schon im vergangenen Herbst zum Beispiel Schulcluster eingeführt haben, weil wir der Meinung sind, dass diese Entwicklung ja sowieso nicht zum Aufhalten ist, weil in dem gesamten deutschsprachigen Sprachraum es derartige Schulcluster gibt. Es ist keine burgenländische Erfindung, ist keine österreichische Erfindung. Wir sollten nur schauen, dass wir rasch auf diesen internationalen Standard kommen. Die Schuleingangsphase wird neu gestaltet. Die Transition, Übergang, Kindergarten, Volksschule, auch da werden wir im Detail natürlich auch berichten. Die Integration, die uns sehr, sehr wichtig ist. Die Inklusion, die Grenzen der Inklusion, und das weitere Bestehen der Sonderschulen, ebenfalls ein ganz ein wichtiger Bereich. Und darf nur zu diesem Thema abschließend sagen, ich habe am Freitag auch ein längeres Gespräch mit dem Unterrichtsminister geführt, habe all diese Themen auch angesprochen und wir haben auch vereinbart, dass es in den nächsten Monaten, in den nächsten Wochen einen Termin mit ihm gibt, um genau auf diese Schwerpunkte, die wir umsetzen wollen, und ich gehe davon aus, dass es hier schon Übereinstimmung gibt, umsetzen werden, uns ebenfalls abstimmen. Abschließend die europäische Ebene, auch das wird ein spannendes Jahr. Österreich hat im zweiten Halbjahr den Vorsitz in der Europäischen Kommission und das Burgenland hat den Vorsitz der Landeshauptleutekonferenz. Das heißt, es wird in diesem Bereich drei große Veranstaltungen geben. Eine außerordentliche Landeshauptleutekonferenz im September in Wien, nämlich dort, wo die Bundesländer am 22. Oktober 1918 beschlossen haben, sich der Republik Österreich anzuschließen, also Gründungsmitglieder der Republik zu sein. Dann wird es, das ist die außerordentliche LH-Konferenz, dann wird es die ordentliche Landeshauptleutekonferenz in Stegersbach geben. Da habe ich den Kommissar Oettinger eingeladen, der bereits signalisiert hat, dass er kommen wird. Und dann wird es den großen Festakt im November auch in Wien geben mit dem Bundespräsidenten und dem Bundeskanzler und dem Vorsitzenden der Landeshauptleutekonferenz. Und mir geht es auch darum, dass wir im Burgenland gute Fördermöglichkeiten nach dem Jahr 2020 bekommen, dass es die besten Förderungen weiterhin von allen österreichischen Bundesländern gibt. Und deswegen werde ich auch am 1. Februar, war ja im November bei Kommissar Oettinger, sicher einer der wichtigsten Kommissare in der Europäischen Union, nämlich für Finanzen zuständig, so wie im Burgenland der Hans-Peter Doskozil, nur der geringeres Budget hat, aber verantwortungsvolle Aufgabe natürlich. Und am 1. Februar werde ich bei Präsident Juncker einen persönlichen Termin haben, um ebenfalls auf die Regionalförderung in entsprechender Form hinweisen zu können. Bei Oettinger haben wir sehr gute Reaktionen gehabt, der die Situation sehr gut gekannt hat. Und ich gehe davon aus, dass Präsident Juncker auch für die Regionen, die vor allem an neue EU-Länder angrenzen, und das sind eine Reihe von auch deutschen Bundesländern, ebenfalls Verständnis hat, dass es gute Fördermöglichkeiten gibt. Danke. Ja, sehr geehrter Herr Landeshauptmann, Frau Klubobfrau, meine sehr geehrten Damen und Herren, es wurde schon gesagt, diese Klubklausur steht natürlich in zweierlei Hinsicht im Zentrum, einerseits im Zentrum der Bundespolitik. Wie es die Frau Klubobmann gesagt hat, geht es natürlich darum, wie hat die Bundespolitik oder die Arbeit der jetzigen Regierung Auswirkungen auf das Burgenland, aber für mich auch ganz wichtig, welche Maßnahmen haben wie Auswirkungen auf die Bevölkerung und auf die Menschen? Das ist zum einen ein wesentlicher Aspekt und zum zweiten, wir befinden uns, wie gesagt, in einem Jahr, wo wir im Burgenland keine Wahl haben werden. Und damit ist natürlich sehr intensiv Sachpolitik im Vordergrund. Und da ist auch die Frage, wie werden wir diese einzelnen Themen, vor allem auch was mich betrifft, in den einzelnen Bereichen hier sachpolitisch anlegen. Vielleicht ein erster Aspekt zu bundespolitischen Themen. Es ist mein persönlicher Zugang auch in der Politik hier einerseits
konstruktive Oppositionspolitik zu machen, Sachpolitik in diesem Bereich zu machen. Und das Wesentlichste aus meiner Sicht für den gesamten Bereich der Politik ist die Glaubwürdigkeit. Glaubwürdig zu sein in dem, was man vor den Wahlen gesagt hat, auch als Sozialdemokratie vor den Wahlen gesagt hat. Und die gleiche Glaubwürdigkeit aus meiner Sicht sollte auch von der Bundesregierung abverlangt werden. Diese Glaubwürdigkeit geht in vielerlei Hinsicht, was derzeit die Arbeit der Bundesregierung betrifft, verloren. Zum einen ganz besonders, wenn es um die Entwicklung sozialrechtlicher, arbeitsmarktrechtlicher Maßnahmen betrifft. Es gibt ein bereits vorgeschlagenes Maßnahmenpaket, beginnend von der Streichung der Aktion 20.000 bis hin zur Frage, gibt es bei längerfristigen Arbeitslosen einen Vermögenszugriff, gibt es diesen nicht, gibt es ein Hartz-IV-Modell, gibt es dieses nicht. Was wir aber derzeit erleben ist, dass es keine Klarstellung und keine Richtigstellung dieser Bundesregierung gibt. Und daher glaube ich, dass wir ganz stark in diese Richtung gehen, dass nur die leistungsstarken Arbeitnehmer bevorzugt werden hinkünftig und auf schwache Arbeitnehmer, auch auf strukturschwache Regionen hinkünftig höchstwahrscheinlich kein Augenmerk gelegt wird und so eine Leistungsgesellschaft versucht wird zu produzieren. Diese Glaubwürdigkeit aus meiner Sicht geht speziell für eine politische Partei in der Regierung verloren, nämlich die Freiheitliche Partei, wo viele Wähler im Vorfeld der Wahl sicherlich andere Erwartungshaltungen gehabt haben. Der zweite Aspekt, der hier zu erwähnen ist, das wurde schon gesagt und erwähnt von Herrn Landeshauptmann, ist die Frage, wie wird hinkünftig Migration und Asylpolitik gestaltet. Wenn man sich die derzeitigen Vorschläge anschaut, dann hat das sehr wenig damit zu tun, was im Vorfeld der Wahl, speziell auch von der Freiheitlichen Partei auf Bundesebene, gefordert wurde. Großquartiere zu schaffen, Großquartiere einzurichten, das haben wir in der Vergangenheit gesehen, am Beispiel Dreiskirchen, ist nicht zielführend. Großquartiere einzurichten, das haben wir auch in der Vergangenheit gesehen, werden auch von der Bevölkerung abgelehnt. Das beste Beispiel dafür ist Eberau. Das, was aber die Freiheitliche Partei speziell immer gesagt und gefordert hat, und bis zu einem gewissen Grad, und das muss man konstruktiv auch erwähnen, richtigerweise gefordert hat, war, dass wir uns viel stärker darum kümmern müssen, nicht nur in Österreich, sondern auch europäisch, dass wir, damit ein Gesamtsystem funktioniert, entsprechende Rückführungsabkommen haben, damit ein Gesamtsystem funktioniert, auch all jene negativ beschiedenen Fälle auch tatsächlich rückgeführt werden. Diesen Zugang vermisse ich derzeit. Offensichtlich erkennen jetzt diese Regierungsparteien in der jetzigen Konstellation auch, wie schwierig es ist, diese Themen national umzusetzen, und man beginnt jetzt, Themensetzungen vorzunehmen, die von den eigenen Problemstellungen ablenken, und das vermisse ich und das würde ich mir wünschen. Das ist aus meiner Sicht auch konstruktive Oppositionspolitik, weil man andererseits auch nicht unerwähnt lassen darf, dass speziell was die Sicherheit betrifft, speziell was das Innenressort, das Verteidigungsressort betrifft, der Zugang, Personal aufzustocken, Personal zusätzlich vor allem im Innenministerium aufzunehmen, der richtige ist und das auch der richtige Weg, der eingeschlagen worden ist. Also nicht immer nur Themen kritisieren, sondern auch durchaus erwähnen, wo aus meiner Sicht die Regierung die richtigen Schritte setzt. Also hier gibt es aus meiner Sicht zwei Themenfelder, wo sich die jetzige Bundesregierung sicherlich mit der Glaubwürdigkeit aus der Vergangenheit, aus dem Wahlkampf und auch aus der Positionierung dieser beiden Parteien heraus schwer tun wird und das aus meiner Sicht von der Bevölkerung in weiterer Folge nicht gutiert werden wird. Der zweite Aspekt der Regierungsklausur, es wurde schon gesagt, beschäftigt sich natürlich mit Sachpolitik. Sachpolitik für das Burgenland, Sachpolitik für die Burgenländerinnen und Burgenländer. Und diese Bereiche, die hier mir anheimfallen, ist zunächst der Finanzbereich. Der Finanzbereich nicht nur für das Burgenland, sondern für jede Gebietskörperschaft, für Bund, für Länder und für Gemeinden, ein ganz wesentlicher Bereich, denn ohne entsprechend ausgestalteten, ohne entsprechend gesunden Finanzbereich wird es zukünftig nicht möglich sein, jene Projekte, auch jene politischen Vorhaben, die man sich zum Ziel setzt, auch entsprechend umzusetzen. Da haben wir dem Grunde nach im Burgenland, und das ergibt für mich persönlich auch ein erster Befund, gesunde Finanzen. Wir haben einen ordentlichen Budgetpfad, der auch ein Schrumpfen des Defizits vorsieht. Aber, und das muss man auch klar sagen, wir haben in einigen Bereichen
im Landesbudget Swaps zu verzeichnen, die eine Laufzeit bis über 2030 hinaus haben. Und wir haben uns jetzt vorgenommen, diese Swaps rechtlich zu hinterfragen. Die Beauftragungen wurden bereits entsprechend getätigt. Und nach dieser rechtlichen Hinterfragung werden dann, und davon gehe ich aus, im heurigen Jahr die finalen Entscheidungen getroffen, wie wird mit diesen Swaps weiter umgegangen, bleiben sie bestehen, wird versucht, ein Ausstiegsszenario zu erreichen oder gibt es auch durchaus auch eine rechtliche Konfrontation mit den Banken. Der zweite Bereich, der aus meiner Sicht ein wichtiger Bereich ist und speziell für das Burgenland auch in der Entwicklung, in der touristischen, in der kulturellen Entwicklung ein wichtiger ist, ist unser Verhältnis zur Stiftung Esterhazy. Das Verhältnis zur Stiftung Esterhazy, glaube ich, ist hinlänglich bekannt. Es gibt zahlreiche auf verschiedenen Bereichen gelagerte rechtliche Auseinandersetzungen, das schlussendlich jetzt in diesem Jahr dazu führen wird, dass wir im heurigen Jahr keine Oper im Steinbruch haben werden. Das ist aus meiner Sicht einerseits eine Entscheidung, die die Stiftung Otrobay Esterhazy getroffen hat. Andererseits ist es, wenn es um das Tourismusland, um das Kulturland Burgenland geht, sicherlich ein Nachteil. Und daher ist mein Zugang jener, auch hier eine Neuausrichtung des Verhältnisses zur Stiftung Esterhazy zu erreichen, hier die Sachlage nochmals zu beurteilen. Und wenn es möglich ist, hier eine faire Lösung, für beide Seiten faire Lösung zu finden, damit wir hier ohne Rechtsstreitigkeiten hier im kulturellen, aber auch im touristischen Bereich hinkünftig das Land Burgenland entsprechend weitergestalten werden können. Ein wichtiger Bereich, und mir war das auch wichtig, dass diese Themen zusammengeführt werden, ist der Krankenhausbereich, der Kragesbereich, dass hier eine Zusammenführung auch mit den Finanzen passiert, ist aus meiner Sicht insofern von Vorteil, weil wir nicht nur vor einem Krankenhausbau stehen in Oberwart, sondern das Gesundheitssystem generell in Umbruch begriffen ist. Wir kennen die Diskussion auf Bundesebene, wo darüber diskutiert wird, ob Sozialversicherungsträger zentralisiert zusammengelegt werden oder nicht. Das hat einen ganz einen wesentlichen Aspekt, auch wie wird das Gesundheitssystem in den Bundesländern fortgeschritten. Gibt es in diesen Themenbereichen eine Zentralisierung oder nicht? Weil natürlich auch die Sozialversicherungsträger wesentlich sind, wenn es um Fragen der Spitalstandorte geht, wenn es um Fragen des Leistungsspektrums geht. Und dass wir in Burgenland hier teilweise einen anderen, aber auch erfolgreichen Weg gehen, hat die Vergangenheit gezeigt. Zum einen mit der Systematik der wohnortnahen Spitäler. Diese Standortgarantie haben wir abgegeben und das wollen wir auch aufrechterhalten. Dazu brauchen wir aber auch starke Partner in Burgenland wie die Sozialversicherungsträger. Es wird einfacher sein, in Burgenland die Gegebenheiten entsprechend zu regeln mit einem Sozialversicherungsträger, der die burgenländischen Verhältnisse kennt, der in Burgenland auch Verantwortung hat, als mit einem Sozialversicherungsträger zentral in Wien. Dass wir auch in diesem Bereich andere Wege bereit sind zu gehen, zeigt auch beispielsweise die Akutordinationssituation. Wir haben dieses Pilotprojekt der Akutordinationen im vorigen Jahr begonnen, werden das jetzt auf das ganze Burgenland in den nächsten Monaten ausrollen. Das bedeutet, dass speziell zu den Randzeiten und zu den sensiblen Zeiten, im Wesentlichen zwischen 17 und 22 Uhr, hier an den Kragestandorten und darüber hinaus in den anderen Bezirken ebenso Akutordinationen zur Verfügung stehen werden und zusätzlich auch ein Arzt zur Verfügung stehen wird, der Hausbesuche macht. Weniger sinnvoll erachte ich da derzeit die Möglichkeiten, die Gesundheitsreform aus dem Vorjahr ergeben hat, hier Primärversorgungszentren einzurichten. Primärversorgungszentren haben möglicherweise eine beträchtliche Begründung im großstädtischen Bereich, aus meiner Sicht im ländlichen Bereich eher weniger. Was mir viel wichtiger ist, dass wir die Hausärzteebene stärken, dass wir genauso wie wir zu unseren Spitälern und Standorten stehen, müssen wir hinkünftig auch zu den Standorten der Hausärzte stehen, und Primärversorgungszentren würden bedeuten, dass hier diese untere Ebene, diese Versorgung der Hausärztedichte möglicherweise neben ist. Das ist unser Zugang, unser Aspekt. Das heißt, man sieht hier ganz klar, man kann das
Bundesgebiet nicht über den Kamm scheren. Man kann den urbanen mit dem ländlichen Bereich in verschiedenen Fragen nicht immer gleich beurteilen und gleich ausgestalten. Daher ist an diesem Beispiel, auch was den Sozialversicherungsträgern betrifft, mir besonders wichtig, und das wird sicherlich in Zukunft ein nächstes Thema und möglicherweise auch ein Thema zwischen Ländern und Bund sein, ganz wesentlich, dass es zu keinen Zentralisierungstendenzen kommt, sondern dass man wirklich ganz nüchtern auch in einer aufgabenkritischen Fragestellung sich fragt, was ist wichtig, was erledigt der Bund, was soll in den Ländern benötigen. Ich habe kein Problem damit zu sagen, hinkünftig, dass Jugendschutzgesetz oder derartige Materien Bundessache sein sollen. Es macht Sinn, dass der Jugendschutz über Österreich hinweg gleich geregelt ist. Aber genau solche Themen, wo es um die Versorgung vor Ort, um die Entscheidungen vor Ort geht, dort wo die Länder Zuständigkeiten und auch diese föderale Flexibilität derzeit haben, wird es auch hinkünftig notwendig sein. Und darauf werden nicht nur das Burgenland, sondern man hat es ja auch schon gehört, aus sehr vielen ÖVP-Ländern werden die Länder generell darauf achten, dass hier die Zuständigkeit, die Möglichkeit und auch die Handlungsfähigkeit der Länder dezentral erhalten bleiben wird. Und das wird aus meiner Sicht neben dieser ganzen Diskussion, wie verändert sich jetzt der Arbeitsmarkt, neben dieser ganzen abgeleiteten und fehlgeleiteten Diskussion um die Migrationszentren, wenn Sie so wollen, auch der nächste Schwerpunkt sein, den höchstwahrscheinlich die Bundesregierung aufnehmen wird und wo es aus meiner Sicht auch starke Länder braucht, um diese föderalen Strukturen hinkünftig aufrechtzuerhalten. Dankeschön.